Willkommen zu deiner heutigen Sonnengrußeinheit. Diese Routine ist ideal, um den Körper aufzuwärmen oder auch als eigenständige Yoga-Praxis am Morgen. Wenn du magst, darfst du gerne eine 10-minütige Meditation zu Beginn oder zum Ende deiner Morgenroutine hinzufügen, die ich dir in der Infobox verlinkt habe. Suche dir einen ruhigen Platz und wenn du bereit bist, dann breite deine Matte aus und bis gleich. Stelle dich an den Anfang deiner Matte. Richte dich auf und lasse deine Handflächen nach vorne zeigen. Nimm hier einen tiefen Atemzug und komme langsam auf deiner Matte an. Atme ein, hebe deine Arme über die Seiten nach oben an, führe die Handflächen zueinander, atme aus. Für die Hände vors Herz in Samasthiti. Hebe noch einmal bei deiner nächsten Einatmung beide Arme über die Seite nach oben an. Mach dich ganz lang. Der Blick folgt. Ausatmen, beug dich über deine Beine, ganze Vorbeuge. Gerne hier die Knie noch gebeugt lassen. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange und gerade Rücken, die Fingerspitzen berühren die Matte. Lege deine Hände auf der Matte ab, beuge dein linkes Bein, lang nach hinten ausstrecken, weit hinter dir aufstellen, tiefer Ausfallschritt. Nimm hier einen tiefen Atemzug, laufe nach hinten in deine Plank-Position. Hier halten, einatmen. Ausatmen, lass dich auf deiner Matte absinken. Die Hände bleiben auf Brusthöhe, Stirn einmal ablegen und bei deiner nächsten Einatmung Oberkörper anheben für die kleine Kobra. Bleib lang und gerade im Hals, halte dich aus deiner Rückenmuskulatur heraus. Stirn ablegen, ausatmen, schieb dich zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Mach dich einmal ganz lang, schieb dein Gesäß Richtung Decke. Schultern weg von den Ohren. Einatmen, hebe dein linkes Bein lang Richtung Decke an. Ausatmen, Knie zur Brust und dein Bein zwischen die Arme. Tiefer Ausfallschritt. Einatmen, ausatmen, bringe das rechte Bein nach vorne zum linken. Halbe Vorbeuge, lange und gerader Rücken. Einatmen, ausatmen, sinke tief, ganze Vorbeuge. Gerne die Knie noch gebeugt lassen. Ausatmen, roll dich sanft nach oben in Tadasana, wo wir begonnen haben. Noch einmal mit der anderen Seite, das heißt einatmen, die Arme über die Seite nach oben ziehen, ganz lang machen. Ausatmen, ganze Vorbeuge, sinke tiefer als vorher. Gerne die Knie noch gebeugt lassen. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange und gerader Rücken. Die Hände dürfen gerne auf die Schienbeine, wenn sie die Matte nicht berühren. Beuge dein rechtes Bein diesmal lang nach hinten, aufstellen, tiefer Ausfallschritt mit links, hier ein Atemzug. Und laufe mit dem linken Bein nach hinten, Plankposition, einatmen, ausatmen, lass dich auf deiner Matte absinken, Stirn einmal ablegen, einatmen, kleine Kobra. Atme aus, lege deine Stirn auf der Matte ab und schieb dich sanft zurück in den herabschauenden Hund. Mach dich lang. Einatmen, rechtes Bein Richtung Decke, ausatmen, Knie zur Brust, Fuß zwischen die Hände. Tiefer Ausfallschritt, hier ein Atemzug. Und bringe dein linkes Bein nach vorne zum rechten, halbe Vorbeuge. Lange und gerade Rücken einatmen. Ausatmen, sinke tief über die Beine, ganze Vorbeuge. Roll dich sanft nach oben ins Stehen, Tadasana. Wir wiederholen diese Routine noch einmal mit dem tiefen Ausfallschritt, für Anfänger geeignet. Das heißt, einatmen, die Arme zur Seite nach oben, mach dich lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge, sinke tief. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange und gerade Rücken.
Lege deine Hände auf der Matte ab, beuge dein linkes Bein lang nach hinten ausstrecken, tiefer Ausfallschritt. Hier halten, ein Atemzug, langer und gerader Rücken auch in diesem Fall. Laufe nach hinten in deine Plank-Position, einatmen, ausatmen, lass dich auf deiner Matte absinken, Stirn ablegen, Hände auf Brusthöhe, atme ein, Oberkörper anheben, Schultern nach hinten, kleine Cobra, ausatmen, Stirn ablegen, schieb dich zurück, herabschauender Hund, mach dich lang. Gesäß Richtung Decke schieben. Und einatmen, linkes Bein lang Richtung Decke. Ausatmen, Knie zur Brust. Und dein linkes Bein zwischen die Arme, tiefer Ausfallschritt, ein Atemzug. Und bringe dein rechtes Bein nach vorne, halbe Vorbeuge, langer gerader Rücken. Einatmen. Ausatmen, sinke tief über die Beine, ganze Vorbeuge. Roll dich sanft nach oben ins Stehen, Tadasana. Noch einmal mit rechts die ganze Abfolge. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, der Blick folgt. Ausatmen, sinke tief über die Beine, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer und gerader Rücken. Lege deine Hände auf der Matte ab. Dein rechtes Bein beugen, lang nach hinten ausstrecken, tiefer Ausfallschritt. Einatmen, ausatmen. Dein linkes Bein kommt dazu. Plankposition, einatmen, ausatmen. Lass dich auf deiner Matte absinken, Stirn ablegen. Atme tief ein, Schulterblätter zusammenziehen, kleine Cobra. Und ausatmen, Stirn ablegen, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Mach dich noch einmal ganz lang. Einatmen, rechtes Bein Richtung Decke, ausatmen, Knie zur Brust, dein rechtes Bein nach vorne zwischen die Beine. Tiefer Ausfallschritt, ein Atemzug. Das linke Bein kommt zum rechten. Halbe Vorbeuge, langer und gerader Rücken, tief einatmen. Ausatmen, Stirn Richtung Knie. Ganze Vorbeuge. Und roll dich ganz sanft nach oben ins Stehen, Tadasana. Wir wollen gleich in eine fortgeschrittenere Routine, aber du darfst natürlich weiterhin mit den tiefen Ausfallschritten arbeiten. Atme ein, hebe die Arme über die Seite nach oben an, zieh dich leicht nach hinten, wenn du magst. Ausatmen, ganze Vorbeuge, sinke tief. Atme ein, halbe Vorbeuge, lange und gerade Rücken. Und lege deine Hände auf der Matte ab. Achtung, hüpfe oder laufe sanft nach hinten in deine Plank-Position, Bauch anspannen. Ausatmen, Chaturanga oder leg dich auf deiner Matte ab. Einatmen, kleine Cobra oder herausschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Laufe oder hüpfe an den Anfang deiner Matte. Halbe Vorbeuge, langer und gerader Rücken. Einatmen, ausatmen, sinke tief über die Beine, ganze Vorbeuge. Roll dich sanft nach oben ins Stehen, Tadasana. Und noch einmal die Arme über die Seite nach oben ziehen, mach dich lang. Zieh dich nach hinten, wenn du magst, öffne dich im Oberkörper. Ausatmen, ganze Vorbeuge, sinke tief. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange und gerade Rücken. Ausatmen, laufe oder hüpfe nach hinten in deine Plank-Position. Bilde eine Linie, Bauch anspannen. Ausatmen, Chaturanga oder leg dich auf deiner Matte ab. Einatmen, kleine Cobra oder herausschauender Hund.
Ausatmen, herabschauender Hund. Laufe oder hüpfe an den Anfang deiner Matte, halbe Vorbeuge, langer und gerader Rücken. Einatmen, ausatmen, sinke tief über die Beine, ganze Vorbeuge, roll dich sanft nach oben ins Stehen, Tadasana. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben ziehen, zieh dich noch etwas weiter nach hinten, wenn du magst, Brustkorb öffnen. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Stirn Richtung Knie. Einatmen, halbe Vorbeuge. Lege deine Hände auf der Matte ab. Sanft nach hinten hüpfen in deine Plank-Position. Bauch anspannen. Viel Kraft in die Arme. Ausatmen, Chaturanga oder leg dich auf der Matte ab. Einatmen, kleine Kobra oder herausschauender Hund. Schieb dich ausatmend zurück in den herabschauenden Hund und schau, ob du deine Fersen weiter Richtung Matte schieben kannst. Einatmen, hüpfe nach vorne an den Anfang deiner Matte, halbe Vorbeuge, langer und gerader Rücken. Ausatmen, sinke tief, ganze Vorbeuge. Roll dich sanft ins Stehen, Tadasana. Noch einmal. Die Arme über die Seite nach oben ziehen, lang machen. Zieh dich leicht nach hinten, wenn du magst, öffne dich im Oberkörper. Ausatmen, sinke tief über die Beine, ganze Vorbeuge. Halte dich gerne an deinen Fersen, wenn du magst. Halbe Vorbeuge, lange und gerade Rücken einatmen. Lege deine Hände auf der Matte ab, hüpfe sanft nach hinten in deine Plank-Position, Bauch anspannen. Chaturanga, ausatmen, einatmen, kleine Kobra oder herausschauender Hund. Ausatmen, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Hier ein Atemzug. Achtung, sanft nach vorne hüpfen an den Anfang deiner Matte. Halbe Vorbeuge, langer und gerader Rücken, einatmen, ausatmen, sinke tief über die Beine. Roll dich sanft nach oben ins Stehen, Tadasana. Atme ein, hebe die Arme über die Seite nach oben an. Zieh dich nach hinten, Oberkörper öffnen. Ausatmen, nach vorne beugen, ganze Vorbeuge. Sinke tief. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange und gerade Rücken. Achtung, hüpfe oder laufe sanft nach hinten in deine Plank-Position, Bauch anspannen. Chaturanga oder auf der Matte ablegen. Einatmen, kleine Kobra oder herausschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Achtung! Laufe oder hüpfe nach vorne an den Anfang deiner Matte, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge, sinke tief. Roll dich sanft nach oben ins Stehen, Tadasana. Und ein letztes Mal, hebe die Arme über die Seite nach oben an, einatmen, mach dich lang. Ausatmen, beug dich über die Beine, sinke tief, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange und gerade Rücken. Laufe oder hüpfe nach hinten ans Ende deiner Matte. Plank-Position, kurz halten. Ausatmen, Chaturanga oder leg dich auf der Matte ab. Einatmen, heraufschauender Hund oder Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Nimm hier noch einen letzten tiefen und langen Atemzug. Mach dich noch einmal ganz lang, bevor du nach vorne an den Anfang deiner Matte läufst oder hüpfst. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge, sinke tief. Und roll dich nach oben ins Stehen, Tadasana. Bleibe ich hier noch für einen kurzen Moment stehen, bevor du dich gerne auf die Matte absetzen kannst. Setz dich in einen bequemen Schneidersitz und nimm dir hier noch ein paar Minuten Zeit. Schließe gerne deine Augen. Richte dich auf.
Wenn du magst, darfst du hier gerne noch die Meditation hinzufügen, die ich dir in der Infobox verlinkt habe. Und du darfst dich jeden Montag auf eine neue Yoga-Flow-Routine freuen. Jeden Donnerstag wird es eine neue Meditation geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir noch einen Kommentar da lässt. Und dann darfst du mit mir bei deiner nächsten Einatmung die Arme über die Seite nach oben ziehen. Mach dich lang. Atme aus für die Hände vors Herz. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder von meinem Herzen zu deinem. Namaste.